Die Akkukapazität meistens bei Handys und Laptops und so weiter in Milliampere-Stunden angegeben. Was sagt die aus? Naja, eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Wenn da zum Beispiel draufsteht 1200 Milliampere-Stunden. Übrigens, Milli heißt Tausendstel, so wie bei Millimeter. Das wären also 1,2 Ampere-Stunden. Aber bei kleinen Akkus gibt man es halt so an. Bedeutet, ich kann 1200 Milliampere entnehmen diesem Akku und zwar eine Stunde lang. Oder anders gesagt, ich das hier, guck mal, ich kann auch, da ja Einheiten miteinander multipliziert werden, kann ich auch mal dazwischen setzen. Ich kann sagen, eine Stunde ist genauso wie 600 Milliampere, also die halbe Stromstärke, und kann dann 2 Stunden damit arbeiten. Oder ich kann bei 300 Milliampere Stromentnahme 4 Stunden damit arbeiten. Oder wenn ich den Bildschirmschoner anmache, hält er noch länger durch. Oder was auch immer. Nebenbei, es handelt sich hier um antiproportionale Zuordnung. Das bloß mal nebenbei. Typisches Beispiel aber jetzt auch im Winter gerade oder überhaupt die Autobatterie. Da sagt man nicht Milliampere Stunden, sonst müsste ich hier noch 3 Nullen dazwischen malen. Mache ich nicht. Sondern dann sagt man gleich zum Beispiel 100 Ampere Stunden. Ich nehme mal eine glatte Zahl. Eine typische Autobatterie für einen Diesel-Pkw. Heißt also, ich könnte 100 Ampere eine Stunde lang entnehmen oder 200 Ampere eine halbe Stunde lang. Also ich könnte vielleicht einen Anlasser eine halbe Stunde lang anlassen, obwohl der nimmt noch mehr. Aber dann ist auch der Anlasser kaputt. Macht ja keiner. Heißt aber auch, ich kann notfalls mit dem Auto auch fahren, aber den Trick, den verrate ich später. Also nehmen wir nochmal die 100 Ampere eine Stunde lang entnehmen, bedeutet aber auch, ich kann 10 Ampere 10 Stunden lang entnehmen. Typisches Beispiel nämlich im Winter oder wann auch immer Scheinwerfer angelassen. Wenn ich, das kann ich auch noch ausrechnen, es gibt dann Verweise dazu, zu den einzelnen Videos, wie das berechnet wird und so weiter. Wenn ich die Scheinwerfer angelassen habe, werden ungefähr 10 Ampere Strom fließen. Ungefähr. So, und wenn ich das Auto über Nacht, also 10 Stunden lang dastehen lasse, ja, dann ist der Akku leer, dann ist morgens nichts mehr mit anlassen. Um solche Zusammenhänge gibt es auch in, wie gesagt, proportionalen, antiproportionalen Zuordnungen und Co. Also ich werde hier noch Verweise anbringen, beziehungsweise mit solchen Zusammenhängen haben wir es auch in Elektrotechnik zu tun. Aber letzten Endes eine total nützliche Angelegenheit, glaube ich. Wenn ihr es auch glaubt, dann freut euch. Naja, und vielleicht hinterlasst ihr einen Daumen. Bis denn. Tschüss.